Dieses Video zeigt eine Einführung in die Gruppenstaffette. Alle, die sich gerne einmal mit dieser Disziplin des Feuerwehrsports vertraut machen wollen, können die dargestellten Hinweise gerne nutzen, um einen einfacheren Einstieg in diese Disziplin zu bekommen. Wenn ihr dann noch mehr Tipps haben wollt, fragt einfach eine Feuerwehrsportmannschaft in eurer Umgebung. Wir geben gerne Tipps, um eure Technik zu verbessern und eure Zeiten schneller zu machen. Die Gruppenstaffette ist eine Mannschaftsdisziplin und wird von Frauen auf Zeit absolviert. Die Anordnung der Geräte und der Ablauf ist genau vorgeschrieben. Die einfachen Voraussetzungen ermöglichen es, diese Disziplin bei jedem Wettkampf durchzuführen. Zuerst betrachten wir den Aufbau der Anlage. Die Wettkampfbahn ist 69 Meter lang und 8 Meter breit. Die Startlinie beginnt an der linken Begrenzung der Wettkampfbahn und ist 6,50 Meter breit. Auf gleicher Höhe setzt sie sich als Ziellinie 1,50 Meter bis zur rechten Begrenzung der Wettkampfbahn fort. Die Ziellinie wird begrenzt durch zwei gut sichtbare Pfähle oder Ständer. 18 Meter nach der Startlinie ist die Verteilerlinie markiert. Die Strahlrohrlinie ist weitere 18 Meter von der Verteilerlinie entfernt. Im 14 Meter Abstand folgen zwei Hürden. Diese sind jeweils 50 cm von der Kante der äußeren Bahngrenzen entfernt aufgestellt. Über die rechte Hürde hängt die zuständige Wettkämpferin drei Bindestricke mit gleich langen Enden, jedoch ohne sie um die Hürde zu wickeln. 3 Meter vor dem Bahnende und somit bei 66 Metern ist die Angriffslinie markiert. 2 Meter vor der Angriffslinie stellt eine Wettkämpferin eine mit 10 Litern Wasser gefüllte Kübelspritze auf der Bahnmitte ab. Am Ende der Bahn befinden sich im Abstand von 2 Metern drei Pfähle mit den Zielgegenständen, die von links nach rechts eine Höhe von 0,5 Metern, 1,5 Metern und 1,0 Metern haben. Als Zielgegenstände dienen meistens leere Dosen. Vor der Startlinie sind durch die Wettkämpferinnen in beliebiger Reihenfolge bereitzustellen. Ein doppelt gerollter B-Druckschlauch, ein doppelt gerollter C-Druckschlauch, ein doppelt gerollter D-Druckschlauch, ein Verteiler B-CBC, ein C-Strahlrohr, ein D-Strahlrohr. Die Geräte dürfen vor der Startlinie nicht gekuppelt sein. Die Wettkampfkleidung besteht neben der Sportkleidung aus Helm und Koppel. Es dürfen Spikes verwendet werden. Nachdem die aufgerufene Mannschaft ihre Geräte hergerichtet hat, nehmen die Wettkämpferinnen vor der Startlinie in beliebiger Reihenfolge Aufstellung. Vor dem Start dürfen keine Geräte berührt werden. Es wird im Hochstart gestartet und das Kommando lautet: Auf die Plätze, Klappe! Nach dem Start nimmt die Wettkämpferin 1 eine Kupplung des B-Schlauches und läuft bis zur Verteilerlinie. Wettkämpferin 2 läuft mit Verteiler und Strahlrohr auch zur Verteilerlinie. Beim Kuppeln hält sie den Verteiler und darf den Boden hinter der Linie in Richtung Start nicht berühren. Gemeinsam kuppeln sie nun Verteiler und Schlauch zusammen. Wettkämpferin 1 läuft zurück zur Startlinie und schlägt Wettkämpferin 3 ab. Diese läuft zur Verteilerlinie und kuppelt den mitgeführten C-Schlauch an den Verteiler an. Auch hier hält Wettkämpferin 2 den Verteiler und muss auf die Linie achten. Beide laufen nun zur Strahlrohrlinie und Wettkämpferin 3 kuppelt das andere Ende des C-Schlauches an das Strahlrohr an. Wettkämpferin 2 hält während des Kuppelns das Strahlrohr und darf auch hier nicht den Boden zwischen Start und Linie berühren. Nach dem Kuppeln bleibt Wettkämpferin 3 mit dem Strahlrohr an der Linie stehen. Wettkämpferin 2 läuft zur linken Hürde, durchkriecht sie, läuft zur Startlinie zurück und schlägt Wettkämpferin 4 ab. Diese läuft zur rechten Hürde. Dort bindet sie mit den 3 aufgelegten Bindestricken in beliebiger Reihenfolge einen Mastwurf, einen Zimmermannsschlag und einen Kreuzknoten, läuft zur Startlinie zurück und schlägt Wettkämpferin 5 oder 6 ab. Wettkämpferin 5 läuft mit D-Strahlrohr und D-Schlauch nach dem Abschlag zur Kübelspritze und kuppelt den D-Schlauch an die Kübelspritze an. Diese kann anschließend vorgepumpt werden. Zeitgleich mit Wettkämpferin 5 startet Wettkämpferin 6 und umrundet die Kübelspritze, läuft zu Wettkämpferin 3 und übernimmt das Strahlrohr. Bei der Übergabe darf Wettkämpferin 3 die Linie nicht in Richtung Kübelspritze übertreten. Nach der Übergabe läuft Wettkämpferin 3 zur Kübelspritze und bedient diese. Wettkämpferin 5 spritzt die Zielgegenstände von den Pfählen, ohne dabei die Angriffslinie zu übertreten. Sind alle Ziele getroffen, läuft Wettkämpferin 5 zurück und überquert die Ziellinie.
Die Zeit wird genommen, wenn der Oberkörper diese überquert. Der Lauf ist ungültig, wenn eine Läuferin eine Linie regelwidrig übertritt. Werden von Wettkämpferin 4 die Leinenverbindungen nicht sachgemäß ausgeführt, erfolgt pro Fehler ein Zeitaufschlag von 5 Sekunden. Es folgt nochmal eine ungeschnittene Wettkampfaufnahme der Gruppenstaffette. Wettkämpferin 1 und 2 starten. Sie kuppeln zusammen an der Verteilerlinie. Wettkämpferin 3 wird abgeschlagen. Sie kuppeln zusammen den C-Schlauch an den Verteiler. Sie kuppeln gemeinsam das Strahlrohr an. Wettkämpferin 2 durchkriecht die Hürde. Wettkämpferin 4 wird abgeschlagen. Die drei Knoten werden gebunden. Wettkämpferin 5 und 6 werden abgeschlagen. Wettkämpferin 5 bleibt bei der Kübelspritze stehen, während Wettkämpferin 6 das Strahlrohr übernimmt. Nach Vorpumpen und Treffen der Dosen sprintet Wettkämpferin 5 in Richtung Ziel. In diesem Fall wurde die Zeit elektronisch genommen.